125 Jahre genau. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Eine Erfolgsgeschichte der Genauigkeit. Von den Gründungsvätern bis heute. Die PTB ist das Maß der Dinge. Wenn man sich die beiden Gründungsväter anguckt, Hermann von Helmholtz und Werner von Siemens, dann ahnt man schon, was die Philosophie war und auch heute noch ist. Grundlagenforschung, Wissenschaft, Technik und Entwicklung zum Nutzen der nationalen Industrie voranzubringen. Das Made in Germany hätte nie diesen Ruhm erlangt, wenn nicht die Messtechnik der deutschen Industrie den anderen Ländern überlegen gewesen wäre. Insofern ist das vielleicht sogar die größte Leistung der Reichsanstalt und der Bundesanstalt. Die Erfolge in der meteorologischen Grundlagenforschung sind oft sehr, sehr langwierig. Also die Wissenschaftler müssen hartnäckig sein und dort trotzdem zielstrebig bleiben. Die Zielstrebigkeit der Mitarbeiter war und ist der Motor der PTB. Und die Mitarbeiter begreifen sich als ein Team, das sich seit 125 Jahren der Genauigkeit verschrieben hat. Ich spüre die 125 Jahre, die PTB ist eine Traditionsanstalt mit sehr vielen berühmten Leuten, die hier gearbeitet haben. Und in deren Fußstapfen zu treten, ist schwierig. Es gibt wenig Institutionen, die 125 Jahre durchgehalten haben. Das ist bedeutsam. Und dass sie immer noch so lebendig ist, finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Die Messerfassung, Kalibrierung, die Genauigkeit, die Erfassung von Leistungen. Und da sage ich immer, es ist wichtig, die Vergangenheit, technisch jetzt erstmal gesehen, gerade die PTB-Vergangenheit in der Grundlagenforschung zu sehen, aus der Vergangenheit, und daraus kann man für die Zukunft lernen. Das bedeutet back to the roots and then to the future. Man hat viel Austausch mit einem Haufen anderen Leuten, eben auch aus der Forschungscommunity, und vor allem hat man eben speziell hier an der PTB wirklich exzellentes Equipment, mit dem man super Messungen und Forschung betreiben kann. Das ist wirklich nicht gerade eine Selbstverständlichkeit. Also das Miteinander in der PTB ist sehr gut. Wir arbeiten wirklich eng zusammen. Auch es ist sehr interessant, von ganz verschiedenen Fachbereichen Fachkenntnisse herzubekommen. Wenn man eine Frage oder ein Problem hat, man braucht die Kollegen nur zu fragen. Sie sind alle sehr hilfsbereit und sind gleich bemüht, die Probleme zu lösen. Es geht um Arbeiten, es geht um Erfolg, es geht um die Freude auch am Erfolg. Und das merkt man den Leuten auch an. Ich habe nur wenige getroffen, die hier ungern arbeiten. Man fühlt sich so aufgehoben, es ist so ein Team. Wir ziehen ja hier alle an einem Strang. Für mich ist das meine PTB. Ich bin stolz, hier arbeiten zu können. Wir sind diejenigen, die sagen, was Phase ist. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das motiviert mich auch jeden Tag aufs Neue. Jeder hat natürlich so seinen Fachbereich. Und das ist selbst hier im Haus schon so speziell, dass also kaum einer die Arbeit vom anderen machen kann. Aber insgesamt ist es ein Team. Es ist die PTB. Ich bin PTBist. Ich bin PTBist. Ich bin PTBist. Ich bin PTBist. Wir sind PTBisten. Und wir sind 125 Jahre alt.